Hallöchen und willkommen zurück bei Let's Play The Angry Video Game Nerd Adventures. Heute zum 9. und leider auch letzten Mal. Und es geht in die neue Welt namens Laughing Choking Numbnuts oder abgekürzt LGN. Und LGN werden wahrscheinlich einige von euch kennen, wenn ihr Retro-Spiele spielt, beziehungsweise NES, Super NES und Game-Spiele sind, glaube ich, auch ein paar von denen dabei. Das ist nämlich ein Spiel-Publisher und oder Entwickler, ich bin mir nicht tausendprozentig sicher, ob die beides machen oder die Spiele nur rausbringen, weiß ich nicht ganz genau. Auf jeden Fall bringen die wahnsinnig viele Lizenzspiele raus, die den Ruf haben, nicht so gut zu sein. Wobei ich da sagen muss, zur damaligen Zeit, also in den 80er, 90er Jahren, ging es technisch einfach nicht besser. Und die haben viele Spiele rausgebracht, unter anderem zu Karate Kid, Zurück in die Zukunft, A Nightmare on Elm Street, Freitag der 13., X-Men, Spider-Man, Alien, Wolverine, was noch alles, Punisher, Terminator oder Terminator, wie es richtig heißt, und einige oder viele Sporttitel, also ganz viele von WWF, also von der World Wrestling Federation, also ganz viele Wrestling-Spiele, WrestleMania, und ja, viele solche Spiele. Und die haben den Ruf, dass sie nicht so gut sind, beziehungsweise meistens den Hype der richtigen Filme und Serien nicht gerecht werden. Aber naja, gucken wir mal nach, was hier genau bei LGN eigentlich los ist. Und übrigens, wenn ich weiß, was LGN heißt, das ist auch ein kleiner Funfact, den ich auch ganz interessant finde. Der Gründer von LGN heißt nämlich Norman G. Lewis. Und er hat irgendwie aus irgendeinem Grund ganz oft seine Initialen rückwärts geschrieben, hat aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht genau warum, seine Initialen rückwärts so seine Firma genannt. Das ist richtig komisch, keine Ahnung warum, aber okay. Deshalb haben wir LGN mit dem bekannten Regenbogen. Nur mit hier mit einem Totenkopf. Und ich denke, den Totenkopf werden wir oft genug bei uns selbst sehen. Oder wir werden hier relativ oft sterben. Gut, aber gehen wir erstmal rein und gucken, was uns im letzten Level so erwartet. Ein Rainbow Computer? Is this where all the shit came from? Wahrscheinlich. Und ich muss dazu sagen, ich habe dieses Level 4,5 Stunden aufgenommen. Ich bin gerade ultra müde, es ist 6 Uhr morgens, ich habe um Mitternacht angefangen aufzunehmen und ich habe den Bossgegner bis jetzt nicht besiegt. Und die Aufnahme, die ich gemacht habe, musste ich leider löschen wegen Platzgründen, denn der Teil war verdammt groß. Und ja, eigentlich war es ein bisschen schade, das zu löschen, weil ich da so komische Sachen gesagt habe, weil ich irgendwann total fertig im Kopf war nach ein paar Stunden und lauter Blödsinn gebrabbelt habe und ich war da schon richtig auf 180, war schon oft ganz kurz vorm Durchdrehen. Aber naja, das war dann am Ende doch keine so gute Aufnahme, deshalb ja, alles nochmal von vorne. Und ich sterbe schon wieder, das ist wunderbar. Könnte mich wieder aufregen. Und wenn ihr den Bossgegner seht, dann wisst ihr wahrscheinlich, warum der so ultra schwer ist. Denn ich werde da wahrscheinlich wieder einige Stunden brauchen, bis er down geht. Aber gucken wir mal. Zuerst kommen wir hier vorbei. Das Ganze, was jetzt bei mir einigermaßen einfach aussieht, ist jahrelange Übung oder hunderte Versuche, die irgendwann einfach in Fleisch und Blut übergehen und einfach das merken, wo die Todesblöcke sind. Wenn man das zum ersten Mal spielt, ist das wirklich furchtbar, aber nach und nach merkt man sich alles und es ist nicht mehr so schlimm. Saugt er und lässt sich dreimal treffen. So, da komme ich hier vorbei. Das weiß ich auch schon auswendig. Zack, und hier. Ja, genau, ich kann es auswendig. Das sieht man. Weil dann kommt wieder die Aggression hoch. Bam, bam, und zack. Und hoch.
Nein. Ah, so knapp. Boah, es wird wieder furchtbar. Und. Hochgeglitscht, wunderbar. So, das hier geht relativ einfach. Einfach nur hier rüber jumpen. Bei den paar Dingen. Das noch knapp, aber ging auch noch. Das ist zeitlich immer ziemlich knapp. Vor allem dieser Teil. Super. Dann hier stehen bleiben. Dann hier runter. Und sterben. Da, 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 da. Echt mir geschadet, dass ich die Aufnahme da gelöscht habe, aber das war einfach so ultra viel Platz und ich war mir nicht mehr sicher, ob dann die große Datei, das waren so 20 GB rum waren das, glaube ich. Ich war mir nicht ganz sicher, ob die Datei groß genug ist, dass ich die auch bei meinem Programm verarbeiten kann. Jetzt hätte ich da irgendwie ein kleines Best-of zusammengeschnitten von der verlorenen Aufnahme, die es nicht gibt. Und dann habe ich teilweise solchen Schwachsinn. Ich habe zum Beispiel drei Gegner, die später kommen, Namen gegeben und eine kleine Story dazu. Und ich habe so viel Schwachsinn erzählt, dass... Oh, ich könnte mich schon wieder aufregen. Einfach nur konzentrieren. Das Schlimmste kommt dann noch, der Gegner. Aber ich komme nicht mehr zum Gegner hin. Und ich bin so froh, wenn der Gegner besiegt ist, dass... Das glaubt ihr gar nicht. Aber ich komme nicht mal hin zu ihm. Die ganze Konzentration ist wirklich schon gleich null. Meine Hände sind immer noch ein bisschen leicht verkrampft, die ganzen Finger. Und da hoch, da hoch, da hoch, da runter, da hoch, einmal springen. Das kann ich alles noch auswendig. Gott sei Dank. Und springen und zack. 1, 2, 3, hopp, Sasa. Da sollte man eigentlich auch wegspringen, wenn man das zeitlich schaffen würde. Da beim dritten Mal, genau. Hier so springen. Über die Rakete. Da vorbei. Wir haben alle Zeit der Welt. Nur nichts. Zu schnell angehen. So. Safe Point. Hier könnte ich eventuell noch ohne Schaden durchkommen. Oder auch nicht. Da, 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 da. Wir kommen dann später drei Hexen. Den habe ich sogar Namen gegeben in meinem komischen Geisteszustand, was ich da hatte bei meiner stundenlangen Aufnahme. Und zwar auch vom Kommentieren her der letzte Müll, also. Da habt ihr nichts verpasst. Ah, ich kann nicht mehr wieder dahin. Zum Kotzen. Und ich habe da auch relativ viel geflucht, was auch nicht gerade so schön war. Obwohl es ja eigentlich relativ fassen würde. So, hier haben wir. Hier war. Das da war die Ursula. Eine hieß Christel und die andere hieß. Kunigunde, glaube ich. Also, ich habe den ganz beschissenen Namen gegeben. Weil ich einfach nicht wusste, was soll ich großartig labern in 4,5 Stunden waren das ungefähr. Ich habe doch locker mindestens eine Stunde lang nichts erzählt. So, erstmal saven. Gut. Das war bisher das Leichteste. Jetzt kommen wir zum Bossgegner. Vorsichtig. War das auch so mega blöd getimt. Und durch. Wer bist du? So, you actually made it here. Huh? You're really not a fucking nerd. Who the fuck are you? It is I, your nemesis. You don't fucking know, do you? I'm the programmer, Fred Fox, motherfucker. Aha, Fred Fox. What kind of a name is that? Ahaha, Fred Fox. Silence. I made this world to show you what it's like to be in a shitty game. And now, to teach you a lesson.
Ich wundere, ich kann hier schon einigermaßen gut. Ich habe das jetzt auch schon ein paar Stunden geübt. Also der Typ da ist Fred Fox. Seines Zeichens eigentlich der, wie sagt man auf Deutsch, der Director, also der Produzent würde ich glaube ich übersetzen. Der Produzent vom Dracula-Film und noch von ein paar anderen. Der ist irgendein Grund auch der Entwickler vom Dracula-Spiel ist, vom Dracula-Videospiel für den NES. Das hat der Nerd auch mal reviewed und ist dann so mega über den Namen lustig gemacht, als dann in den Credits da stand Fred Fox. Beziehungsweise heißt er eigentlich Fred Fuchs. Also das wird... Danke für die Scheiße. Wir würden dazu Fred Fuchs sagen, aber der Nerd spricht das Fred Fox aus. Erstens wegen der englischen Pronunciation. Und zweitens, weil der Nerd auch seinen bestimmten amerikanischen Dialekt hat, was da... mit dem er es auch so aussprechen würde, glaube ich. Das ist schon irgendeinen bestimmten Slang drauf, glaube ich. Habe ich mal irgendwo gelesen. Und er hat sich so dermaßen über den Namen Fred Fox kaputt gelacht. Und das gehört ja nicht mehr zu der eigenen, zu dem Skript, was James Wolfe geschrieben hat. Denn die ganzen Angry-Video-Folgen sind natürlich alle bis ins kleinste Detail vorbereitet. Und das war einfach so ein spontaner Einfall, dass sich da über den Namen lustig gemacht hat. Dass ich gedacht habe, okay, das lasse ich einfach mal in der Folge drin. Auch wenn es gar nicht richtig reingehört hat, aber naja. Der Programmierer Fred Fox. Also, jetzt schlage ich mich einigermaßen gut. Ich habe das ja wie schon gesagt einige Stunden lang geübt. Ah, das ist einigermaßen schwierig. Das habe ich noch nicht so ganz gemeistert. Wie man sieht. Also er hat da verschiedene Formen. Das ist jetzt die dritte. Okay, nehmen wir ganz von vorne. Das ist die erste. Die fliegt einfach nur rum und schmeißt jetzt seinen Feuerbällen um sich. Das kann ich wieder vergessen. Die muss ich echt so gut wie ohne Schaden relativ weit bringen zur dritten oder vierten Form. Das ist wie gesagt die erste. Und ich falle so oft bei den Löchern durch. Also bei denen und bei denen, das ist schlimm. So, das ist wie gesagt die erste Form, die ist relativ easy. Ich habe in ein paar Sekunden geschafft. Das hier ist die zweite Form. Da braucht man dann schon den Aimlock. Das bedeutet, man braucht eine bestimmte Taste, die übrigens nicht von Anfang an in den Einstellungen vergeben ist. Die muss man selbst einstellen. Bei der Steuerung. Und die bewirkt dann, dass man einfach rumstehen kann und überall rumballern kann, wo man will. Und das braucht man nicht definitiv. Das Problem ist nur, dass man währenddessen nicht springen und sich auch nicht bewegen kann. Das ist echt ziemlich schwierig. Und man stellt sich dann wie der allererste Mensch. Muss mich ein bisschen konzentrieren, damit ich es einigermaßen weit schaffe. Dann zeige ich euch die restlichen Formen. Das ist wie gesagt die zweite, die auch am längsten dauert. Es gibt aber keinen anderen Weg, als ihn so immer wieder ein bisschen zu schlagen. Das dauert relativ lange. Das ist jetzt die dritte Form mit dem Durchfall, wo er dann so rumscheißt. Was echt wunderschön ist. Da muss man einfach nur wieder treffen. Der Kacke ausweichen, so gut es geht, was nicht immer so einfach geht. Hier kommt schon die vierte Form. Die vierte und vorletzte. Da kommt die dritte Kugel und dann natürlich irgendwann auch noch die vierte. Aber dann braucht es nur noch, ich glaube, 6, 7 von diesen Schlägen und dann ist er eh schon down. Aber das zu schaffen, das habe ich schon mindestens 4 Stunden gerade versucht. Furchtbar. Und ich kann es eh schon wieder vergessen. 3 Leben noch. Aber ich versuche mein Bestes. Jetzt kann ich es einigermaßen gut, jetzt bin ich richtig gut drin im Flow, das war perfekt. Weg damit. Da, 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 da.
Ah, vergiss es. Nochmal runter. Meine Hände tun wieder so mega weh. Ich kann mich da auch ein bisschen konzentrieren, also nicht wundern, wenn ich jetzt nicht so viel quatsche. Ah, kann ich wieder vergessen. Letztes Leben, letzter Versuch für diese Runde. Da wird das ganze Level nochmal neu gemacht. Da habe ich null Bock drauf. Da. Die Form ist so nervig. Das gibt's gar nicht. Ah, zum Kotzen. Wirklich, ohne Witz. Nochmal von vorn. So. Okay, das wird wahrscheinlich wieder eine Stunde dauern. Also wenn ich zumindest so Flow drin, mehr oder weniger, dass es einigermaßen gut klappen könnte. Braucht ja auch wieder mal ein kleines Weilchen, bis ich die ganzen Bewegungsmuster von ihm einigermaßen drauf habe. Aber man hier überall am besten springt vom Timing her. Da gibt es nämlich echt ein paar fiese Stellen, wie zum Beispiel hier. Genau, da kommt nämlich immer so ein blöder Hai, der mich immer wieder mal erwischt und da kann ich nicht ausweichen. Das zum Beispiel ist dann zum Kotzen. Und dann sterbe ich so gut wie immer, das war sehr schön. Das war schon besser. So. Und hoppa und Glück gehabt, diesmal nicht. Ah, es gibt so blöde Stellen. Da könnte man durchdrehen. Und die ganzen Blöcke, sich merken, ist auch so eine Sache, wo man durchkommt und wo nicht. Die Musik ist wenigstens richtig schön. Auch wenn ich sie auch nicht mehr so hören kann, nach ein paar Stunden. Und da das Timing rausfinden ist mega schwierig. Also am ersten Mal zocken hat es wirklich ultra lange gedauert hier beim Level, aber mittlerweile ist es fast schon Routine. Ah, das war perfekt. Gerade noch so gerettet. Hoppala und schwappala und BAMS! Ah, das ist so schwierig. Ich könnte wieder kotzen. Ich könnte wieder leicht dezent durchdrehen. Vor allem, wenn man unterwegs schon weiß, okay, das wird nichts mehr. Ah, oder zu früh losgeht. Auch so eine Sache. Das ist einigermaßen easy. Take it easy, altes Haus. Zack, zack, zack. Und rüber hier. Da warten wir dann am besten den zweiten oder dritten ab. Macht hier den großen Sprung, dann klappt es hier auch. Dann hier abwarten. Perfekt abhausen und weiter geht's.
ein bisschen weiter nach oben. Das bringt ein bisschen mehr. Trotzdem erwischt mich dieser Hai. So, vorsichtig. Da kommen schon wieder meine drei Freundinnen. Ich habe sogar irgendwelche Geschichten von den drei Hexen irgendwie erzählt. Keine Ahnung, was ich da hatte. Da war ich geistig sowas von weg. Ende schon ein bisschen schade, aber naja. Was weg ist, ist nun mal weg. Wie zum Beispiel das Leben. Den 19 habe ich noch. So, nochmal. So, we actually made it here, huh? You really are a fucking nerd. Who the fuck are you? Fred Fox. Der Game Master. Oder Programmer. Der den Nerd und seine Freunde reingezogen hat, um ihm zu zeigen, was... wie es ist, in einem beschissenen Spiel dabei zu sein, oder ein Teil des beschissenen Spiels zu sein. Das war relativ gut, glaube ich. Wie die letzten Formen gehen, weiß ich auch theoretisch, aber nicht so direkt in der Praxis. Das ist schon relativ schwierig. Und dann falle ich natürlich runter. Ist klar, ne? Ja, ne, ist klar. Bisschen kleines, bisschen Konzentration. Das ist so scheiße mit der Scheiße. Das macht man am meisten Schaden am Anfang. Und ja, schneller geht's nicht. Zumindest glaube ich das. Da kann man so scheiße ausweichen. Das ist nicht mehr schön. Aber das kriege ich noch irgendwann hin. Wer hat doch gelacht? Da ist der Sprung mit einem Bug, sorry. Hat ein bisschen geruckelt jetzt wahrscheinlich. Kein Plan warum. Ah, das ist so scheiße, das gibt's nicht. Das wird einigermaßen gut. Du musst ja irgendwie immer hin und her springen. Und dann von beiden Seiten angreifen. Das sieht jetzt verdammt gut aus. Das könnte es jetzt wirklich sein.
Endlich! Oh shit, Game Land is falling apart. Daran habe ich 4 Stunden gerade gesessen. Und jetzt beim zweiten, dritten Versuch. Wahnsinn! Wow, what the fuck was that? The nerd cried out. His friends looking as confused. What a shit out of fuck. All it does is suck you in. Only a total nerd who can generate this. Und sie zocken weiter. Eingewilliger Nerd Adventures. Und hier übrigens Quake, Ski Steamers und Chad James, die von dem vorletzten Level. Boah, ich saß gerade über 4 Stunden dran jetzt. Einfach so locker flocky bellen. Zweiten, dritten Mal. Boah. James Rolfe, Mrs. Nerd, Mike Mattei. Internet Buddy kennen wir, das sind die ganzen Leute, die wir schon gefunden haben. Aus der einen der letzten hier, Matthew Lenz, den hole ich mir auch noch. And of course, the shitty game that sucks ass. Thanks for fucking playing. Total Deaths 742 und locker 500 davon nur bei meiner 5 Stunden Aufnahme von heute Morgen. Aktuell haben wir kurz vor 7 Uhr. Aufgenommen habe ich von 0 Uhr bis 4.30 Uhr. Also am Wochenende natürlich. Boah. Total Time 91:39. So. Und genau da braucht die Aufnahme ab. Super. Na gut, kann man nichts machen. Also, ich sage mal danke fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal zu einem kleinen 10. Part. Denn es gibt noch einen ganz, ganz kleinen Charakter, der zwar nicht so wichtig ist, aber den wir auch noch abholen werden. Nämlich einen der größten Fans des Nerds. Im 10. Part mit 6-7 Minuten Länge. Also, bis dann. Ciao.